Herzlich willkommen zu einem kurzen Vortrag über das Thema Homöopathie und Wissenschaft, was ja gerade zur Zeit sehr heftig in den Medien diskutiert wird und wo es eigentlich dringend erforderlich ist, etwas genauer darüber nachzudenken, über das, was da berichtet wird. Was ist das Thema da drin? Es wird ein Vorwurf an die Homöopathie gerichtet, sie sei unwissenschaftlich, da kein Wirkstoff mehr nachweisbar wäre, der Wirkmechanismus unbekannt ist. Und da es keine Studien und genauer gesagt keine Doppelblindstudien zu diesem Thema gäbe. Gut, fangen wir einfach mit dem letzten Punkt an, der ist am problemlosesten zu klären. Ein Blick genügt in die Homepage von wishom.de, also es geht um wissenschaftliche Homöopathie und dort ist ein Forschungsreader mit Studien, jede Menge mit klaren Belegen, was die Homöopathie im Doppelblindstudien und in anderen Studien aufweisen konnte. Und das kann jeder durchlesen, das kann sogar jeder Journalist lesen und verstehen. Man muss sich nur die Mühe machen, das anzuschauen. Also dieses Thema Doppelblindstudien können wir getrost vergessen, das ist sozusagen erledigt. Aber es ist nicht die Antwort auf alle Fragen oder genauer gesagt, die eigentlichen Fragen sind viel interessanter. Nämlich die Fragen, kein Wirkstoff mehr, das ist schon dem Begründer der Homöopathie, Hahnemann, bekannt. Und der Wirkmechanismus ist unbekannt. Auch das ist von Anbeginn allen Homöopathen klar. Und es schmälert nicht die Ergebnisse der Homöopathie. Aber andersrum weckt es Neugierde. Was ist da los? Warum kennen wir in unserer gegenwärtigen Wissenschaft oder Vorstellung von Wissenschaft nichts, was einen analogen Mechanismus in irgendeiner Form beschreiben könnte? Oder kennen wir das wirklich nicht? Vielleicht kennen wir es ja. Und es ist uns nur irgendwie nicht ins Bewusstsein gerückt, dass hier ein Zusammenhang mit Homöopathie bestehen könnte. Wenn wir uns die Situation von, sagen wir, 1600, aus dem Jahre 1600 vor Augen halten, und uns bemühen würden, eine Vorstellung zum Thema zu bekommen, was die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne festhält oder was den Apfel auf den Boden fallen lässt, das, was wir dann später mit dem Begriff der Schwerkraft oder Gravitation bezeichnen, dann stehen wir vor einer ganz analogen Situation. Schwerkraft ist unwissenschaftlich, da kein Wirkstoff bekannt ist und kein Wirkmechanismus unbekannt und der Wirkmechanismus unbekannt ist. Also eigentlich müsste man aus dieser Zeit Schwerkraft ablehnen und sich künftig verweigern, jemals wieder sich der Schwerkraft hinzugeben. Eigentlich, aber klappt so nicht richtig. Johannes Kepler hat hier Entscheidendes auf den Weg gebracht. Galilei, Newton, Descartes, viele andere haben seine Arbeit vervollständigt. Und wir haben dann eine spezifische Idee von Schwerkraft gewonnen. Und wir haben dank Newton auch ein universelles Schwerkraftgesetz. Wir wissen, wie die Anziehung zwischen zwei Massen tatsächlich beschrieben werden kann. Aber wir wissen nicht den Wirkstoff und wir wissen nicht den Wirkmechanismus. Newton nannte das die Liebe Gottes, was die Planeten auf ihren Umlaufbahnen festhält. Wir sind heute in der Situation, dass wir Schwerkraft dank Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie sehr gut beschreiben können. Wir wissen inzwischen, dass Newtons Schwerkraftbeschreibung eine sehr schöne Formel darstellt, aber leider nur eine Näherung, leider keine Exaktheit. Und wir denken, dass wir mit Einsteins Relativitätstheorie eine exakte Beschreibung haben, aber letztlich haben wir sie nicht. In den kleinen Dimensionen, in denen Materie die Quantenphysik, also die Physik der kleinen Teilchen berührt, wissen wir, dass diese Theorie nicht haltbar ist, dass es schwierig wird. Wir wissen bis heute keinen Wirkstoff der Schwerkraft. Die Gravitonen, von denen wir annehmen, dass sie die Schwerkraft vermitteln, wir haben sie noch nie gesehen. Und wir wissen, dass wir ganz viel über die Schwerkraft nicht wissen. Wir wissen, dass ein Großteil dessen, was wir brauchen, um die Gesetze des Weltalls mit Schwerkraft zu verstehen, uns unbekannt ist, dass es eine dunkle Materie ist, die wir nicht kennen, die wir nicht fassen können, die uns völlig unbekannt ist von ihrer Art her. Wir wissen letztlich über Schwerkraft nicht mehr als damals im Jahr 1600. Wir wissen es nur auf einer tieferen Ebene. Um dem Zitat von Wolfgang Pauli gerecht zu werden,
Das Beste, was wir in der Physik erreichen können, ist das Missverstehen auf einer tieferen Ebene. Es bleibt beim Missverstehen, sagte etwas pointiert natürlich Wolfgang Pauli, einer der größten Physiker des 20. Jahrhunderts, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Wie also können die Antworten von Wissenschaft und Wo können also die Antworten erwartet werden, die Wissenschaft und Homöopathie möglicherweise miteinander versöhnen könnten? Und die Antwort ist natürlich klar, wir brauchen einen offenen, und da kann man nicht genügend Ausrufezeichen dahinter schreiben, einen sehr offenen Dialog von wissenschaftlicher Grundlagenforschung und Homöopathie. Wissenschaftlicher Grundlagenforschung, weil nicht jeder Absolvent eines naturwissenschaftlichen Studiums ist Wissenschaftler. In aller Regel werden die meisten Absolventen sich in technische Anwendungen begeben und auf der technischen Ebene irgendwelche konkreten Dinge bearbeiten oder herstellen. Aber was wir brauchen, ist wissenschaftliche Grundlagenforschung. Das sind Forscher und Forscherinnen auf dem Bereich Elementarteilchenphysik oder Schwerkraftphysik und dergleichen. Und auf der anderen Seite brauchen wir Homöopathinnen und Homöopathen, die mit aller Offenheit die Möglichkeiten und Grenzen ihres täglichen Tuns und vor dem Hintergrund von großer Erfahrung ausleuchten können und die offen sind, sich die Gegebenheiten der wissenschaftlichen Grundlagenforschung anzuhören und Verbindungen herzustellen und vielleicht auch Unterschiede wahrzunehmen. Und beide Seiten müssen letztlich ihre Grenzen überwinden und die Offenheit suchen und dadurch eventuell Brücken bauen. Und das sind Haltungen, die leider sehr selten geworden sind, aber von ganz elementarer Bedeutung. Und ganz wichtig, niemand sonst kann es beurteilen. Auch hier, man kann nicht genügend Ausrufezeichen machen. Es ist undenkbar, dass in Talkshows Leute eingeladen werden und Expertenrunden über Homöopathie und Wissenschaften abhalten, von denen kein einziger Experte ist. Kein einziger hat eine wissenschaftliche Grundlagenforschung in seinem Hintergrund. Kein einziger hat eine langjährige homöopathische Erfahrung mit 20, 30 Jahren hinter sich, um beurteilen zu können, was Homöopathie kann. Und jeder, der solche Talkshows anschaut oder der entsprechende Zeitungsartikel liest, muss sich die Frage stellen, wer schreibt und aufgrund wessen und mit welchen Interessen wird geschrieben. Und ganz eindeutig, diese beiden Bereiche sind die einzigen Bereiche, aus denen Experten kommen können, um diesen Dialog hinzubekommen. Und es wird auch nur dann gelingen, wenn die Offenheit besteht. Wir suchen also den Austausch zwischen diesen beiden Bereichen. Wir suchen den Überlapp zwischen Grundlagenforschung und Homöopathie. Und wie bereits erwähnt, die Offenheit, der Dialog lässt in unseren Zeiten hier große Fragezeichen offen. Es gibt ganz wenig öffentliche Diskussionen zu diesen Themen, die mit einer gewissen Ernsthaftigkeit vorangetragen werden. Genauer gesagt, es gibt keinerlei Ernsthaftigkeit in der momentanen Presselandschaft. Es gibt einen Bereich, der ist ganz analog. Da wird die Thematik der Homöopathie ausgetauscht durch die Thematik der analytischen Psychologie, die von Carl Gustav Jung begründet wurde, die in ihren Aussagen und ihren Grundfragezeichen, die sie aufwirft, vielleicht gar nicht so weit weg ist von den Themen, die die Homöopathie aufwirft. Und hier gab es diesen Dialog zwischen wissenschaftlicher Grundlagenforschung und analytischer Psychologie. Hier gab es ihn in der gebotenen Ernsthaftigkeit und in der gebotenen Offenheit, symbolisiert durch Wolfgang Pauli, den bereits erwähnten Physiker, einen der bekanntesten und wichtigsten Physiker des 20. Jahrhunderts, und durch den Begründer der analytischen Psychologie, Carl Gustav Jung. Dieser Dialog zwischen den beiden, der berühmte Pauli-Jung-Dialog, gehört zu den aus meiner Sicht faszinierendsten Grundlagenwerken der Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ein sehr umfassender Dialog von zwei Geistesgrößen. Ein Dialog, der weit über diese beiden Persönlichkeiten hinausgeht und letztlich einerseits die gesamte Physik und auf der anderen Seite die ganze Psychologie und Philosophie dieses 20. Jahrhunderts involviert. Carl Gustav Jung ist wahrscheinlich hinlänglich bekannt in seinem Wirken und seinen Aussagen. Wolfgang Pauli
mag weniger bekannt sein und deshalb sei es gestattet, hier ihn kurz vorzustellen. Wolfgang Pauli, 1900 geboren, 1958 gestorben. Einer der Wegmarken war die Verleihung des Nobelpreises 1945 in einer Zeit, da war wenig Platz für Nobelpreishelden. Die Welt hatte andere Sorgen. Und Wolfgang Pauli lag es nie an öffentlichem Interesse. Im Gegenteil, er arbeitete hinter den Kulissen. Und da arbeitete er enorm wirkungsvoll. Wir sehen hier Wolfgang Pauli auf der rechten Seite mit Niels Bohr links und Werner Heisenberg. Die drei bildeten das Trio aus Kopenhagen, das ganz entscheidend zu der größten Herausforderung der Naturwissenschaft im 20. Jahrhundert beigetragen haben, zur Lösung dieses Problems, was dann später unter dem Namen Quantenphysik Einzug hielt und eine Summe von Unwägbarkeiten, Unklarheiten, Ungeheuerlichkeiten, die sich in den physikalischen Experimenten jener Zeit auftaten und die alles über Bord warfen, was man über Physik, über Erkenntnistheorie, letztlich auch über Philosophie zu glauben wusste. Eine ganz neue Welt musste betreten werden, eine Welt, in der keine Scheu war, alles über Bord zu werfen, was irgendwie entbehrlich war. Und man musste alle möglichen Denkblockaden und Denkschienen überwinden, um sich auf diese neue Denkweise einzulassen. Wolfgang Pauli war die entscheidende Figur hinter den Kulissen. Er war die Instanz der Physik. Er war, wie wir hier sehen, das Gewissen der Physik. Niemand wagte es, eine Publikation zu lancieren, wenn nicht vorher Pauli gegengelesen hat. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie langsam denken, aber ich habe etwas dagegen, wenn Sie schneller publizieren, als Sie denken, war einer dieser vielen sehr scharf pointierten Sprüche von Wolfgang Pauli, die seine Kollegen und Kolleginnen fürchteten, aber trotzdem suchten, weil wenn eine Publikation das strenge Auge Paulis passieren konnte, dann konnte danach nichts mehr passieren, dann war die Aussage darin offensichtlich sicher. Die Instanz, die Bohr nutzte, die Heisenberg nutzte und die Einstein nutzte und auch fürchtete, denn die Publikationen Einsteins wurden sehr häufig aufs Heftigste kritisiert von Pauli und die Geschichte gab seiner Kritik recht. Dieser Pauli galt als eine der wesentlichen Instanzen der Physik des 20. Jahrhunderts, das Gewissen der Physik, die Instanzphysik. In seiner Schärfe allerdings auch von seinen Kollegen scherzhaft die Geißel Gottes genannt. Er war ein gnadenlos Intellektueller auf den ersten Blick, aber nur auf den ersten Blick und kaum jemand wusste von der anderen Seite Paulis, von der verborgenen Persönlichkeit, die er tunlichst im Hintergrund hielt. Und eine Persönlichkeit, die sich zum Beispiel nachts in seinen Träumen zum Ausdruck brachte. Er hatte ganz seltsame, ganz intensive, dunkle, düstere Träume, die ihn zutiefst bewegten und zutiefst auch zu denken anregten und die letztlich Dinge vorwegnahmen, die später in die Annalen der Physik Einzug hielten. Aber viele Träume, die auch seine unbewussten Aspekte zum Ausdruck brachten, seine dunklen Seiten, seine Schattenseiten, und ihn drängten und immer fordernder drängten seine negierten Seiten seiner Persönlichkeit genauer zu betrachten. Er schickte circa 1000 Träume an C.G. Jung und dessen Kolleginnen Marie-Louise von Franz und Angela Jaffé. Und für C.G. Jung waren diese Träume eine wahre Fundgrube. Er publizierte eine große Zahl dieser Träume und analysierte diese Art des Träumens in seinem Werk Psychologie und Alchemie. Dieses Werk basiert im Wesentlichen auf den Träumen Wolfgang Paulis, aber der Autor konnte damals nicht namentlich erwähnt werden. Und eine andere Seite zeichnete die Persönlichkeit Paulis aus. Eine Seite, die in den Physikerkreisen als der Pauli-Effekt bekannt wurde. Ein Beispiel hierzu. Wolfgang Pauli sitzt im Café Odeon in Zürich und denkt über seine seelischen Bedürfnisse nach, über seine Schwierigkeiten, die er
wie er seine intuitiven und weiblichen Aspekte in ihm überhaupt nicht wahrnehmen kann und seine Intellektualität bei weitem alles überwiegt. Und diese Disbalance, die macht ihm schwer zu schaffen. Und er wusste, dass hier eine schwierige Gratwanderung zu gehen war. Und dieser seelische Schmerz im Inneren quälte und brannte und loderte. Und während er darüber nachdachte, entstand plötzlich auf der Straße gegenüber dem Café ein Feuer. Ein Auto begann zu brennen. Und in dem Moment, wo dieses Auto brannte, legte sich der Schmerz in Paulis Inneren. Und es schien ihm, als sei dieses Brennen in der Seele hinausgetragen worden in das Brennen des Autos. Und das ist für einen Physiker ein Unding. Wie kann sowas sein? Man kann sicher dieses Ereignis als Zufall abtun, aber diese Ereignisse häuften sich auf ungeheure Weise in Paulis Leben und auf eine Art und Weise, dass sein ganzes Umfeld damit auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und dieses Umfeld bestand aus den wesentlichen Physikern des 20. Jahrhunderts, genauer gesagt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und alle seine Kollegen, Bohr, Heisenberg, Einstein, wie sie alle hießen, waren oft genug Zeuge des Pauli-Effektes. In dem Moment, wo Pauli in den Hörsaal kam, gingen Apparate zu Bruch, die Projektion ging kaputt, elektrische Geräte fingen Feuer und dergleichen. Alle Physiker wussten davon, nahmen es achselzuckend zur Kenntnis. Vielleicht hatten sie noch ein Grinsen übrig dafür. So recht anfangen konnte niemand irgendwas damit, weil das war offensichtlich nicht den Gesetzen der Physik zugänglich. Für Pauli wurde es aber immer drängender, die Frage: Gibt es in seinem persönlichen Leben, das durch die Träume und durch diesen Pauli-Effekt auch geprägt war, gibt es irgendetwas, was möglicherweise in einer Parallele stand zu diesen fundamentalen Umwälzungen in der Physik, zu denen er maßgeblich beigetragen hat? Lief da irgendetwas Hand in Hand? Gab es eine Verbindung zwischen Physik und seelischem Erleben, zwischen Außen und Innen, zwischen Körper und Seele? Diese Fragen quälten, plagten ihn, beschäftigten ihn sein ganzes Leben. Und mit großer Intensität wurden diese Fragen diskutiert mit allen möglichen Geistesgrößen in seinem Umfeld. Und all diese Fragen finden sich in dem wissenschaftlichen Briefwechsel, eine publizistische Meisterleistung. Ich glaube, es sind inzwischen 20 Bände, also nicht 18 wie dargestellt, sondern 20 Bände, die erschienen sind und in denen circa in 20.000 Seiten der Briefwechsel Wolfgang Paulis mit allen möglichen Briefpartnern dargestellt wurde. Es sind viele physikalische, man kann durchaus sagen drei Viertel, vielleicht 80% physikalische, mathematische Fragestellungen, die natürlich mit Physikern und Mathematikern diskutiert werden, aber ein großer Prozentsatz bezieht sich auf philosophische Fragen, auf ethische Fragen, auf theologische Fragen, auf spirituelle Fragen und natürlich ganz viel Fragen in Bezug auf die analytische Psychologie von Carl Gustav Jung. Gesprächspartner Albert Einstein, Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker, Markus Fierz, einer der großen Physikerkollegen von Wolfgang Pauli und einer der ganz wenigen, die Einblick in sein eigentliches Leben, in auch sein Seelenleben erhalten konnten. Niels Bohr, Robert Oppenheimer, später bekannt als der, der den Atombombenbau in den USA lancierte. Ernst Schrödinger, Max Delbrück. Max Delbrück war ursprünglich Schüler, später Freund von Wolfgang Pauli und er wechselte das Fach, ging zur Biologie und erhielt dort den Nobelpreis für Biologie. Eben Carl Gustav Jung, ein Briefwechsel und persönliche Begegnungen über Jahrzehnte hinweg. Die Kolleginnen von Carl Gustav Jung, Marie-Louise von Franz und Angela Jaffé, die mit ebenso großer Intensität und Präzision wie Carl Gustav Jung im Briefwechsel zu Pauli standen. Erwin Panofsky, der Doyen der Kunstgeschichte, einer der großen Gestalten der Kunstgeschichte, stand in freundschaftlicher Beziehung zu Wolfgang Pauli und beide bearbeiteten ähnliche Projekte, was allein schon darauf schließen lässt, dass manchmal die Intention der Physik und die Intention der Kunstgeschichte sich zu berühren scheinen. Es geht um Erkenntnistheorie. Aldous Huxley,
Schöne neue Welt. Darüber hinaus Philosophen, Theologen, Rabbis aus allen Bereichen der Geistesgeschichte waren Briefwechsel zu finden in ihrer Kontinuität über Jahrzehnte hinweg mit einer Tiefe und einer Feinheit und einer Detailbesessenheit, wie man sie sonst nirgendwo auch nur ahnen könnte. Ein Werk, was bei weitem noch nicht erforscht ist, was bei weitem nicht bekannt ist, was viele, viele Fragen stellt, was viele, viele Antworten gibt, die aber nicht vorschnell sein dürfen, sondern die erstmal durch den Kontext des gesamten Briefwechsels über alle möglichen Instanzen hinweg beurteilt werden müssen. Und ein kleiner Ausschnitt aus diesem Briefwechsel ist der Briefwechsel eben mit Carl Gustav Jung, der auch publiziert wurde. Aber der Dialog zwischen beiden geht weit über diesen Briefwechsel hinaus. Er erstreckte sich in persönliche Begegnungen, er erstreckte sich in Briefwechsel und Begegnungen mit Jungs Kolleginnen von Franz und Jaffe und eben wurde weitergetragen in wissenschaftliche Kreise, in Diskussionen mit Physikerkollegen und dergleichen. Und es handelt sich hier um ein Netzwerk, ein Beziehungsnetzwerk von Denkgebäuden, die weitergetragen, weiterentwickelt wurden, vernetzt wurden, konsolidiert wurden auf allen möglichen Ebenen. Deshalb ist auch die Publikation des Pauli-Jung-Dialoges eine wunderbare Fundquelle, eine wunderbare Fundgrube, allerdings alleine ohne den Kontext des gesamten Briefwechsels nicht leicht zu verstehen. Sehr viele Themen haben die beiden vertieft und beobachtet. Auf ein Thema möchte ich jetzt hier den Schwerpunkt legen, und das ist dieses Thema, das für uns aus der Perspektive der Homöopathie von fundamentaler Bedeutung ist, nämlich die Thematik, was ist Wissenschaft und wo sind die Wurzeln der Wissenschaft. Der Pauli-Jung-Dialog hat vor allem aus der Perspektive Wolfgang Paulis die Spuren der Wissenschaft zurückverfolgt, bis zu ihren Ursprüngen, die im Wesentlichen mit Johannes Kepler, darüber hinaus mit Galileo Galilei und Isaac Newton und René Descartes in Verbindung stehen. Und vor allem die zentrale Gestalt von Johannes Kepler war diese Gestalt, die Pauli fesselte. Und er besorgte sich die Originalwerke von Kepler und arbeitete sich ein in seine Denkweise und er sah, wie sehr die Persönlichkeit Keplers, das Ringen Keplers um Antworten in einem völlig krassen Widerspruch steht zu dem Bild, das heute in Schulen und Universitäten von Johannes Kepler gezeichnet wird. Wie sehr dieser Mann geprägt war durch die Ambivalenz zwischen Spiritualität und dem Drang, die Gesetze des Kosmos zu entschlüsseln. Und wie aufrichtig und ehrlich er seine seelischen Aspekte zum Ausdruck brachte, seine Bedürfnisse nach Schönheit, nach Kohärenz tatsächlich auch thematisierte und wie sehr er das thematisierte, was heute völlig tabuisiert wird, nämlich die Subjektivität des Erlebens, die den Wissenschaftler ausmacht und ihn tatsächlich ausmacht, die Basis seiner Wissenschaft ist. Die Analysen Paulis in die Wissenschaftsgeschichte gingen da hinein, die Verstrickungen und Verwebungen der Wissenschaftler an den Gründerzeiten der Wissenschaft mit der damals vorherrschenden Spiritualität, der Dreifaltigkeitslehre der Kirche in Einklang zu bringen. Wie sehr es wesentlich für die Wurzeln der Wissenschaft war, dass Strukturen des Dreifaltigkeitsdenkens aus der christlichen Kirche die Strukturen des neu formierenden wissenschaftlichen Denkens formierten und wie sehr hier eine Verwobenheit dieser beiden Aspekte von Anbeginn an war und niemals aufgelöst wurde, bis heute nicht. Die Wissenschaft ist also somit nicht die Erkenntnistheorie eines Subjektes, was das von ihm losgelöste Objekt wahrnimmt und in irgendwelche Formeln gießt, sondern die Erkenntnistheorie der Wissenschaft ist eine Verwobenheit zwischen Subjekt und Objekt, eine Verwobenheit zwischen den persönlichen Leidenschaften der Forscher und den Beobachtungen, die durch den Filter dieser Denkstrukturen jener Zeit
erst im Bewusstsein der Forscher sich in irgendwelchen Gedanken oder Formeln niederschlugen. Eine faszinierende Betrachtung, die in aller Präzision genau die Wurzeln anschaut und somit genau das Fundament anschaut, auf dem die Wissenschaft bis heute steht. Und dieses Fundament ist äußerst brüchig, morastig, morsch, durchtrieben, durchwachsen von allen möglichen spirituellen Dingen, die die Wissenschaft dadurch nicht in Frage stellen, aber den Absolutheitsanspruch der Wissenschaft massiv in Frage stellen. Die Besonderheit war, dass wir, wie in dieser Darstellung, die man ja zurzeit inflationär überall sieht, wie man in dieser Darstellung auf der rechten Seite die Welt vor der Renaissance sieht, wie sie durch die Augen zum Beispiel der Menschen im Mittelalter oder der frühen Renaissance wahrgenommen wurde, die Welt der Sphären. Der Mensch eingebettet in eine Erde, die umgeben ist von Sphären, die ihn beschützen vor einem Außen, was für ihn unzugänglich ist und dem göttliche Sphären angesiedelt sind. Und diese Sphären, in denen der Mensch sich bewegt, das sind die Sphären zum Beispiel die sublunaren Sphären, das heißt das unter dem Mond gelegene, was ausgezeichnet ist durch eine Zusammengehörigkeit, durch eine Verbundenheit aller Dinge. Und hier gelten Gesetzmäßigkeiten, die allein dem Wirken Gottes zuzuordnen sind, dem Wirken und dem Willen Gottes zuzuordnen sind. Und außerhalb dieser Sphären ist die Welt Unzugänglichkeit und nur göttlichen Wesen zugänglich. Dann kam die Renaissance der Wissenschaft, die Renaissance, eingeleitet durch Kepler, fortgeführt durch Galilei, durch Isaac Newton und dergleichen, die dann begann, die Erkenntnis, zum Beispiel durch Isaac Newton vermittelt, dass die Gesetze, die die Planeten auf Umlaufbahnen um die Sonne halten, dass diese Gesetze dieselben sind wie die Gesetze, die den berühmten Apfel vom Baum in Richtung Erdboden zwingen. Und somit ist oben und unten und somit die himmlische Sphäre und die irdische Sphäre den gleichen Gesetzen unterworfen. Und der Mensch, der sich schon durch die Kunstgeschichte oder die Entwicklungen der Kunst zu Beginn der Renaissance manifestierte, der Mensch erscheint zu erwachen. Er scheint seinen Kopf zu erheben aus den Sphären heraus. Er scheint jetzt zu dem Subjekt zu werden, das das Objekt außen erkennen, beurteilen, einschätzen kann, was handeln kann, was selbstständig denken und handeln kann und was nicht mehr allein der Gnade Gottes ausgeliefert ist, sondern Eigenverantwortung übernehmen kann. Der Mensch wacht auf. So die gängige Darstellung, die gängige Interpretation dieses Bildes und die gängige Interpretation der Vorgänge zu Beginn der Renaissance. Das Faszinierende war jedoch, als Pauli diese Denkweise der Menschen vor dieser Revolution und nach der Revolution miteinander verglich und die weitere Entwicklung der Physik nach der Revolution bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein betrachtete, bis zu dieser Zeit, als die Beobachtungen der Quantenphysik den Menschen eine völlig neue Erkenntnistheorie und somit eine völlig neue Philosophie aufzwangen, weil die alte nicht mehr haltbar war, da muss es so eine Art Gänsehauterlebnis bei Pauli gegeben haben. Denn er konnte erkennen, dass diese neue Physik, die Quantenphysik, Gesetzmäßigkeiten, Denkstrukturen und Denkbahnen lieferten, die völlig neu waren, scheinbar, aber in Wirklichkeit ganz ähnlich zu dem waren, die vor jener Revolution in der Renaissance vorzuherrschen schienen. Die alte Welt, die verlassen schien, die alte Denkweise in Sphären, in Zusammenhängen, in Verbundenheiten, die alte Welt, sie wurde wiedergeboren durch die Quantenphysik. Sie muss tatsächlich in unserem Verständnis zu den späteren Errungenschaften der Renaissance wieder hinzugefügt werden. Sie war verloren gegangen. Sie war als unwahr, als unglaubhaft, als unwissenschaftlich abgetan worden. Die Quantenphysik zwingt uns dazu, sie jedoch wieder ins Bewusstsein zu holen und sie zu integrieren in die Welt der Erkenntnistheorie, der Physik, der Naturwissenschaften. Das heißt, die Quantenphysik zwingt dazu,
die alten Wahrnehmungen wieder ernst zu nehmen, zu betrachten, die tatsächliche Relevanz auf die heutige Zeit ganz neu zu beleuchten. Wir sehen also, dass die Betrachtung Paulis, der Rückblick Paulis dazu führte, dass wir durch das, was wir in der Quantenphysik an neuen Ideen bekommen, so eine Art Déjà-vu-Erlebnis haben. Déjà-vu in dem Sinne, es ist schon mal da gewesen und es ist verleugnet und verborgen gewesen und muss jetzt wieder aktiviert werden. Und das mit aller physikalischer Präzision, mit aller Messerschärfe, die einen Pauli auszeichnete, der es niemals duldete, wenn auch nur die geringste Unschärfe, die geringste Unklarheit in den Denkweisen und Argumentationsketten zu beobachten war. Pauli und in seinem Dialog zu Jung und etlichen anderen formulierte diese Denkweise sehr präzise aus. Es war natürlich klar, auch für Pauli war es klar, dass dieser Dialog jetzt erstmal nur den Grundstein legen konnte zu einem ganz umfassend erweiterten Weltbild, den Grundstein, der von Generationen von Forschern aus allen Bereichen, und zwar aus interdisziplinären Bereichen, fortgeführt werden muss und mehr konsolidiert werden muss. Und eine Forschung, die letztlich aber deutlich macht, dass die wissenschaftliche Grundlagenforschung ein so weites Feld darstellt, jetzt mit dieser Rückbesinnung auf die alte Zeit vor der Renaissance oder auf die Rückbesinnung, was die Quantenphysik schlicht und einfach einfordert. Diese wissenschaftliche Welt ist so weit geworden, dass die Homöopathie hier völlig problemlos ihren angestammten Platz findet und sich in diesem Rahmen geschützt und geborgen fühlen kann und sich entfalten kann zu ihrer eigenen, eigentlichen Größe. Diese Themen konnten hier in diesem Mini-Vortrag natürlich nur angerissen werden. Auf einer etwas größeren Ebene können diese Themen in den Artikeln nachvollzogen werden, die auf der unten angegebenen Homepage, entweder unter dem Button News oder unter dem Button Forschung, noch dargestellt sind und heruntergeladen werden können. Und auch unter dem Button Forschung findet sich auch eine sehr weite Literaturliste, wie man sich, wer mag, mit diesen Themen weiter auseinandersetzen kann. Und wer darüber hinaus mehr wissen will, der kann diese Vortragsreihe Homöopathie berührt, auch auf dieser Homepage angegeben, betrachten und eventuell an diesen Seminaren noch teilnehmen. Was ist nun Wissenschaft? Wissenschaft ist natürlich nicht Statistik. Das wird ganz häufig verwechselt. Jeder etwas mehr technikaffine Wissenschaftler, der aber mit Wissenschaftstheorie oder Grundlagenforschung nicht viel am Hut hat, legt größten Wert auf Statistik. Und das hat einen gewissen Fetischcharakter, aber hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Es mag einen kleinen Aspekt, einen Teilaspekt der Wissenschaft geben, dieser Aspekt des Reproduzierbaren in der Physik, der mit statistischen Methoden belegt werden kann und auch präzisiert werden kann, aber Wissenschaft hat das nicht als alleinige Basis. Und Wissenschaft ist nicht das Nachlesen von Statements, die in Lehrbüchern stehen, weil es ist ein langer Weg zwischen Erkenntnis der Wissenschaft, ein langer Weg, bis diese Erkenntnis sozusagen in die Ausbildung von Lehrern und in die Ausbildung von Schulbuchautoren hineinwächst. Ein langer Weg, bis dieses Wissen sozusagen im Unterricht dann ankommt und dieses Wissen dann von den Schülern, Schülerinnen und Studenten, Studentinnen dann auch rezipiert wird oder eventuell dann später zitiert wird. Dafür gehen Jahrzehnte. Inzwischen ist die Wissenschaft ganz woanders. Und Wissenschaft ist also somit nicht das, was wir in den Lehrbüchern finden. Da finden wir garantiert nur das, was mal als Wissenschaft betrachtet wurde, aber glücklicherweise geht Wissenschaft weiter. Wissenschaft ist also etwas, was im Wesentlichen nur jemand beurteilen kann, der in dem Prozess der Wissenschaft und Erkenntnistheorie drinsteckt. Wissenschaft ist ein erkenntnistheoretischer Prozess zwischen ständiger Neugierde und der Konsolidierung dieser neuen Beobachtungen. Es geht hin und her und ein Wissenschaftler, der nicht neugierig ist, kann niemals Wissenschaftler sein.
Ein Wissenschaftler, der ihm unbekannte Phänomene abtut als Aberglaube, ohne sie näher zu betrachten, ist mit Sicherheit kein Wissenschaftler. Er kann sagen, nö, habe ich keine Lust zu. Er kann sagen, ich bin so involviert mit anderen Themen, ich kann mir das jetzt nicht angucken, interessiert mich auch nicht, völlig legitim. Aber zu sagen, das gibt es nicht, ist ein völlig unwissenschaftliches Argument, was schlicht und einfach selber von Aberglaubensstrukturen gesteuert ist. Wissenschaft ist ein Prozess, der sich unweigerlich aus Projektionen zeitgeistiger oder persönlicher Denkstrukturen ergibt. Das ist ganz wichtig, dieses hehre Ideal einer reinen Wissenschaft war zu allen Zeiten und wird in alle Zeiten eine Utopie bleiben. Wir denken in Bahnen, wir denken in Strukturen, in Projektionen unserer inneren Welt, unserer Überzeugungen. Wir sind alle aufgewachsen mit Überzeugungen und wenn wir aufgewachsen sind mit Lego-Baukisten, dann wird sich die Welt um uns heraus aus lauter Bausteinen zusammengesetzt gestalten. Und wenn wir aufgewachsen sind auf einer eher künstlerischen Ebene, dann werden wir die Welt mit anderen Augen sehen. Und wenn wir mit beiden Hintergründen in eine Wissenschaftskarriere gehen, werden wir Wissenschaft auf unterschiedlichen Wegen beschreiten. Und wir müssen ständig vor Augen halten, die Wissenschaft basiert auf Grundlagen, die zu einer Zeit geschaffen waren, als alles Denken und alles, was die Geisteswelt ausmacht, auf spirituellen Ebenen basierte, auf den Vorgaben und Dogmen der Kirche, die entweder im Sinne von der reinen Göttlichkeit oder im Sinne von der trinitarischen Struktur der Göttlichkeit ganz bestimmte Strukturen in unserem Denken und somit letztlich auch in unserem wissenschaftlichen Tun und wissenschaftlichen Erkenntnissen dann zur Folge hat. Wissenschaft bedeutet das Wissen um die Begrenztheit fixer Aussagen. Und das bedeutet gerade wegen unserer inständigen Neugierde den Respekt vor dem Unbekannten. So sollte das eigentlich sein. Und ich denke, es wäre legitim, an diesen Gradmessern zu beurteilen, ob diese Aussagen, die wir gerade möglicherweise lesen oder die wir in irgendwelchen Fernsehsendungen sehen, wissenschaftlich basiert sind. Und Wissenschaft und Homöopathie? Moderne Wissenschaft, konsequent weitergedacht, so wie uns Pauli das vorgegeben hat, bietet einen ganz natürlichen Rahmen für das Ähnlichkeitsgesetz und für Mechanismen, die im Einklang zu den Beobachtungen der Homöopathie stehen. Ich möchte also hiermit zum Ausdruck bringen, dass die Homöopathie nicht sich darin begnügen darf, dass es Doppelblindstudien gibt. Das reicht nicht. Doppelblindstudien, wir sehen es an der ganz normalen Medizin, sind unendlich manipulierbar und ergeben statistische Angaben, die aber nichts tatsächlich zu tun haben müssen mit der tatsächlichen Situation vor Ort, wo der Arzt, die Ärztin dem Patienten ein Mittel gibt, aber eben in einer ganz komplexen Wechselbeziehung zu dem Patienten steht und die besteht eben nicht nur aus diesen statistischen Merkmalen, die gegen ein imaginäres Placebo abgegrenzt werden. Das sind äußerst komplexe Mechanismen und man braucht sich nur einmal vorstellen, man übergießt die eine Hand mit Eiswasser, die andere Hand mit kochendem Wasser und stellt dann statistisch fest, dass beide sozusagen eine mittlere Temperatur von 50 Grad aushalten müssen, was ja vielleicht gerade noch irgendwie überstehbar ist. Da können wir sehen, dass die Statistik niemals den individuellen Ansprüchen des Patienten, der Patientinnen gemäß werden kann. Die Homöopathen müssen tatsächlich nach wie vor hinnehmen, man kennt noch keinen generell akzeptierten Wirkungsmechanismus. Wir wissen sozusagen, dass die Homöopathie nicht im Widerspruch steht zur modernen Wissenschaft. Wir wissen, dass die moderne Wissenschaft einen Rahmen schafft, in dem die Homöopathie naturgesetzlich ihre Anwendung findet. Wir wissen aber nicht die Details und hier ist ein großer Anspruch an die Wissenschaft, aber auch an die Homöopathenwelt, ihre Erfahrungen, und zwar wirklich Erfahrungen auf Jahrzehnten praxisbasierend, zum Ausdruck zu bringen, zur Diskussion zu stellen, in den wissenschaftlichen Disput einzubringen und das
könnte sowohl der Homöopathie sehr gut tun, als auch der Wissenschaft sehr gut tun. Wir müssen uns nur vor Augen halten, die Homöopathie ist eine Wissenschaft, die an den Grenzen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften steht, die mittendrin steht zwischen Geist und Materie. Somit in einem völlig unbekannten Land, das weder der Geisteswissenschaft noch der Naturwissenschaft zugänglich ist. Und die Homöopathie bringt eine unendlich große Datensammlung aus diesem Bereich zum Ausdruck. Und somit muss es ein massives Bedürfnis sowohl der Natur als auch der Geisteswissenschaft sein, über dieses Medium der Homöopathie sozusagen in einen Dialog zu treten und hier zu einer Präzisierung unseres Wissenschaftsverständnisses beizutragen. Und ganz klar, wir Homöopathen würden massiv profitieren von einem Wissenschaftsverständnis, was uns vielleicht viele Erfahrungen in der Praxis erleichtert, was uns viele Irrwege ersparen kann, viele Glaubensrichtungen auch korrigieren kann. So gesehen würden beide Seiten enorm profitieren von einer Offenheit im Dialog. Und diese Offenheit, die soll einfach der Tenor dieses Paul-Jung-Dialoges und der Tenor dieses Kurzreferates sein. Die Offenheit, die wir brauchen, die Neugierde, die wir brauchen, den Respekt vor der anderen Seite, die Achtung vor dem Unbekannten. Und es kann nicht anders sein, als dass wir das Schlusswort Albert Einstein überlassen. Wer es unternimmt, auf dem Gebiet der Wahrheit und Erkenntnis als Autorität aufzutreten, der scheitert am Gelächter der Götter. Ja, wir brauchen Achtsamkeit, Bescheidenheit von beiden Seiten. Und klar, Homöopathie und Wissenschaft, das passt. Wir müssen es nur tun. Wir müssen den Weg gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.